So. Moinsens. Moinsens. Wir haben es gerade, Sepp. Wir haben gerade 1:30. 1:30. Ist nicht ganz so spät in Vegas, aber nachdem Jan und Stefan gestern gut gesoffen haben, sind die um 12, als wir hier wieder angekommen sind, ins Bett gefallen. Und müssen morgen um 9 Uhr stehen wir alle auf? Nee, wir müssen nur fahren wir. Das heißt, um 7:30 wird hier geduscht und gepackt. Wir schneiden gerade noch Videos und wir haben uns gerade überlegt, wir sind ja in Vegas und das ist der letzte Tag in Vegas. Das heißt, wir wetten mal darum, wie lange die Jungs brauchen, wenn wir klopfen. Stefan. Ja. Stefan hat gestern auch geklopft. Ja, nicht. Genau, stimmt. Stefan hat nämlich gestern, als die um 5:30 oder so ins besoffen ins um Bett gegangen sind. 7 Uhr, Alter. Ja, auch mal eben geklopft. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie lange die zur Tür brauchen. So, die Regeln sind folgende. Wetteinsatz ist $1. Und, ja. Wir werden das Klopfzeichen. Alle 15 Sekunden, die Uhr wird von unserem Peter, unserem quasi... Peter, halt mal die Kamera. Bimbo. Immer gestoppt. Und ja, komm Bimbo, spring her, halt mal die Kamera. Und alle... Schneiden. Ich bin ja am Arbeiten. Halt mal die Kamera. Und alle 10 Sekunden sieht das Ganze... Alle 10 Sekunden, alle 15 Sekunden... 15? Dreimal klopfen halt. Dann wieder 15 Sekunden warten. Und die Frage ist, nach wie viel Mal klopfen wird die Tür aufgehen? Nach wie vielen Minuten? Nee, also nach wie viel Mal klopfen? Klopfen ist ja mit... Anna, wie viel Mal Knopfen? Knopfen. Also Knopfen. Nach wie viel Mal Klopfvorgang? Also dreimal, dieses ist einmal Klopfen. Ah, okay, warte. Genau. So, das heißt, wenn du jetzt sagst, der macht nach einer Minute 10 auf, dann ist das viermal Klopfen. Stimmt. Wie ist das denn, wenn der genau aufmacht, wenn ich schon zweimal geklopft habe? Wenn du, zählt das dann du einmal als, geklopft hast und dann die Hand wieder die Tür berührt zählt hast, das als neuer Klopfvorgang. Genau. Okay. Wenn aber die Tür aufgeht und die Hand dann die offene Tür oder die geöffnete Tür trifft, dann zählt der vorherige. Okay, also so, ja. Wetteinsatz ist $1? Ja, also $4. Genau. Wahrscheinlich, Minuten, ne? Wahrscheinlich in 5 Pence und alles, was der Portemonnaie noch herzugeben hat. Genau. So, was sagen wir denn? Machen wir erstmal schnick, schnack, schnuck, wer anfangen muss mit der ersten Vorgabe. Ich weiß noch, woher er weiß. So. Gegen die Körper nicht immer. Ja. Und da kommt wieder der gute alte Stein. Ohne Scheiß, der Krieger, der macht ja nur Stein. Ja, das ist Stein. Du musst zuerst, ich dann, wobei Captain Pulli muss. Ne? Ja, hier Captain Pulli gegen dich. Warte. Ja. Nein! Aber meine Hand war nicht drauf, ich hatte die Faust. Ja, geschummelt, dann war nicht drauf. Doch, das heißt, das heißt, Peter darf anfangen mit dem. Peter darf anfangen. 14. 14 Mal klopfen. 14 Klopfvorgänge. Ja. Okay. Das wären 3,5 Minuten. 3,5 Minuten, okay. Jetzt darfst du? Nee, er. Ah ja, er hat ja gewonnen. Ich sag mal. 35. 35 Mal klopfen? Ja, 35 Mal klopfen. Wer klopft denn eigentlich immer? Stell mal ein Stativ auf und. Du bist auch hier. Wir stellen ein Stativ hier in die Tür. Und einer muss immer abwechseln. Dann kommen wir nochmal Stichstab Stumm, wer anfangen muss. Nee, wir stellen uns einfach mit der Kamera davor, ich klopfe, der andere hält die Kamera. Okay, gut. Jetzt darfst du. Fünfte. Ich sag 12. 12, 14, 15, 35. Das ist geil, weil ich bin froh, dass so 12, es kann nichts mehr geändert werden, also das Ding ist fest. Weil hätte er 16 gehabt, hätte er den größten Zeitraum gehabt. Ach so. Ja, ich weiß jetzt schon, wie der beim 11. Mal klopft, ey. Ist die Tür durch, ey. Ja, natürlich. So, der Sepp. Muss ich denn mit den Knöcheln hier, oder so, kann ich dagegen? Hier, da. Ja, aber ich kann nicht gegen die Tür bollern. Nee, also so. Hier, mit dieser. Damit wir die Handbewegung jetzt auch drin haben, Witz ist jetzt raus. So, Sepp, da ist irgendein Problem mit deinem Upload. Ja, ich guck. Machen wir gleich. Wer klopft denn morgen beim Mexikaner? Beim Mexikaner? Ja, wir müssen ihn an Fremden wecken. Ja, nicht? Das machst du. Und Sepp schreit dann vor der Türe Drive-By. Ja, ey. Halt, leg mal ein Kissen zwischen die Tür. Geh du mal durch? Ja. Wo wohnt der hier? Alter, was ist das denn? Das ist glaube ich auch. Kannst du. Sag mal dein Teil. Kannst du oben gucken, wie du oben bleibst? Warte, Bruder.
Start drücken. Alle 15. 3, 2, 1. Ja, nehmen wir die jetzt. Was bieten wir? Ich kriege Nachrichten. Achso. Das dauert aber lange. Das Schlimmste ist, bei 34. Das Schlimmste ist, bei 34 hat der Typ automatisch gewonnen. Stimmt. Ist das besser? Ja. Bis ein Bereich rein. Jetzt ist deine Runde. Der ist ja unten so ein Zopf. Der kommt gleich von hinten, was für was. Thank you.
Chris hat gerade gesagt, hätte er nicht gedacht, er hat ganz schöne Nerven. Hier oben seht ihr es auch, dass wir es halb zwei haben. Ich weiß nicht, ob der schafft, der kann. Ja, das sollte gehen. Ja, 1,36. Das, was im Hintergrund so laut ist, ist das Gerät für die Klimaanlage. Das machen wir nach hinten. So, der letzte Vorgang. Aus. Und? 7 Minuten hat er durchgehalten, hätte ich niemals gedacht. Nee. Alter, ist das scheiße. Dein tiefen Schlaf, ey. Ja, das ist. Was? Wir wollen gucken, wie lange Stefan bis zur Tür braucht. Wir haben es nur gemacht. 7 Minuten im 15 Sekunden Takt dran geklopft. Der ist nicht gekommen. Das ist übrigens Till, liebe Zuschauer. Hallo Till. Bing, man klopft die ganze Zeit bei Stefan. Ja, wir wollten aber Stefan klopfen. So. Wir haben die ganze Zeit angeklopft. Der hat ja gestern den Klopfen gehört. Der hat ja gestern morgen um 7 bei ihm auch gefahren. Wir haben gerade eine Wette gemacht. Ja. Sepp hat gewonnen. Wann ist er gekommen? Gar nicht. Nach 7 Minuten, nicht. Immer 15 Sekunden lang. Aber Sepp hat den höchsten Wert abgegeben. So sieht's aus. So, jetzt gehen wir ins Bett. Ja. Warum machst du eigentlich die Tür auf um die Uhrzeit? Ja, man merkt. Boah, ist das widerlich. Ja, es ist so widerlich, Leute. Gewonnen! Gewonnen! Hat jetzt keiner gewonnen, weil er die Tür nicht aufgemacht hat? Ich hab gewonnen. Ich hab vorher gesagt. Weil egal, wann er aufgemacht hätte. Selbst wenn er es morgen früh um 6 Uhr gemacht hätte, wäre er näher dran gewesen als wir. Das stimmt. Aber bis um 6 Uhr. Ich hab schon gesagt, der pennt schon wie Sau und der bewegt sich da keinen Meter weg. Da kann dir die ganze Bude abfangen. Ja, wenn ich dir 7 Uhr gegen die Tür baller. Gibst du mir bitte $99 zurück? Ja, keine Ahnung. Ja, du hast nur die 100er, ne? Ja, ich hab nur 100er hier. Der Sepp war nur einer, reicht das? Okay, dann. Was kriegst du jetzt? $1 und das Video? Video kriegst du, Sepp! Ah! Obwohl. Genau, das konnten wir natürlich vorher nicht sagen. Der Gewinner kriegt auch. Ich hab keinen Dollar, Alter. Ja, Sepp, der Alte. Ich hab 220. Boah, der da hat, was hat der Krieger denn da? Was ist denn los mit dir? Ja, ich hab gestern ein paar Leuten. Ich hab genug Dollar. Jawohl. Falls du für mich willst, nein, unten. Ja. Ich hab für ein paar Leute hab ich gestern Geld gedient. Und die haben mir das heute in 20ern wiedergegeben. Guckt euch das an, ne? Nur 20er. Wenn das 100er wären, Freunde, dann aber hier, Viva la France. Was haben wir denn da? Ich hab noch nicht mal Fuffi, ey. Was steht denn da drauf? Was ist denn ein Dime? Ein Dime sind 10. Ah, 10. Und 5 Schokolade? 5 Pence. Also es gibt einer, 5 Pence, 10 und dann Quarter und Rest. Und ein Dollar. Da sind wir alle drauf. Ich in der Scheibe? 1 Cent. Oh, mein Handy piept. So, nochmal ein Dollar. Wie viel ist das?
Was kann ich denn gewinnen? $1 Einsatz. Ich weiß auch nicht. Ich mache nicht mit, aber ihr könnt $1 gewinnen. Ja, jetzt hättest du mal machen können, wer hat wie viel Geld in der Tasche. Können wir das Video erst angucken? Wie viel Geld haben wir insgesamt jetzt hier aktuell am Mann? Insgesamt alle vier? Ja. Zusammen? Ja. Nee, du brauchst nicht drauf gucken. Ja, du hast gerade durchgezählt. Ich habe nicht durchgezählt. Ich habe nur so aufgefangen und habe sortiert, aber ich habe nicht durchgezählt. Ja. Schwöre ich dir. Insgesamt in den Taschen jetzt, wir vier. Ja. Ohne die Cent-Scheiße, also nur wahre Dollars. Hat denn jeder aus der Portemonnaie mit? Das ist ja, das nein, die Frage. Nein, das ist egal. Ja, ich habe gerade einen Cent verloren. Also richtige Dollar.